Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Raft hier bei eurem Bombardin. Die Sonne geht auf. Ach, schönstes Wetter heute. Oh, guck mal. Oh nein, es fährt vorbei. Hier geblieben, Freundchen. So. Und wir müssen heute mal gucken. Ah, kleines Kätzchen. Wir müssen heute mal gucken, was wir so anstellen. Zunächst mal sollten wir uns aber mal wieder um unser Wohlbefinden kümmern, würde ich sagen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal ein bisschen Wasser. So. Schlückchen trinken. Nochmal ein Schlückchen trinken. So, und dann füllen wir das Ganze wieder auf. Und ich habe schon in den Kommentaren gelesen, das Wasser soll hier irgendwie verdampfen und dann läuft das so über dieses Blatt rein. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit dem Zeugs nicht aus, aber interessant auf jeden Fall, gut zu wissen. Dankeschön für diesen Kommentar, der mir das so ein bisschen erklärt hat. Es wäre ja ein echt geiler Survival-Tipp, wenn das tatsächlich funktionieren würde. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken. Da ist ein Fässchen, das schnappen wir uns mal eben. Ha, da wäre eine Insel. Warte mal. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Ah, müsste klappen. Oh, stopp. Sanftes Drehen. Ich versuch's mal. Yo, das funktioniert. Okay. So, pass auf. Wir brauchen den Anker. Wo ist der? Da ist der Wurfanker. Schauen wir mal, ob wir den, wie der funktioniert. So, die Frage ist, wie funktioniert der? Ist nur ein Fingerzeig. Komm schon. Komm schon, ich will auf diese Insel. Ah, okay. Okay. Den müssen wir irgendwie hier so. Schwupps. Stehen wir? Ne, wir bewegen uns immer noch. Hey! Jetzt stehen wir. Oh Gott. Wir stehen. Na, eigentlich bewegen wir uns Richtung... Jetzt nicht mehr. Okay. Okay, jetzt sind wir natürlich ein bisschen weg. Das ist doof. Pass auf. Okay, folgendes. Wir fischen uns jetzt einen Fisch, bauen uns einen Haiköder, schauen, dass wir auf diese Insel irgendwie kommen können. Ich glaube, das funktioniert nicht. Schauen wir mal. Okay. Wir brauchen Fisch. Wir haben Fisch. Sehr gut. Gut, okay, wir werfen mal den Haiköder rein. Schwupps. Dann ist der schon mal beschäftigt. Und wir gucken jetzt mal, ob wir auf diese Insel hier kommen. Setze super Kletterskills ein, bitte. Komm schon, das hier muss klappen. Ah! Komm schon! Ah! Mist. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Oh nein, wir haben Hunger. Warte mal. Ah. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Ich glaube, hier kommen wir nirgends hoch. Ich wollte auf diese Insel. Ich hätte sie so gern angesehen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Oh, wie ärgerlich. Naja, gut. Fürs nächste Mal wissen wir, wie dieser Wurfanker funktioniert. Mann, da wären Früchte gewesen, Frische. Ah. Naja, gut. Dann schauen wir, dass wir jetzt wieder zurückkommen. Und fahren weiter. Wobei, wir könnten noch den Hai könnten wir noch töten. Der ist gerade so schön beim Köder.
Oh, shit, der Köder ist fertig. Okay, gut. Dann entfernen wir das Ding. Und setzen unseren Weg fort. Hilft ja alles nichts, ne? Hilft ja alles nichts. Was soll's? Okay. Müssen jetzt nur gucken. Müssen es wieder drehen. So. Schade. Ich hätte mir das echt gern angesehen. Ah, naja. Man kann nicht alles haben. Dafür haben wir jetzt ein Seil bekommen. Und Planken und so. Das ist doch auch toll. Dann fahren wir halt weiter. Ich musste in der Zwischenzeit kurz mal schneiden, weil ich wollte das wirklich machen. Aber, ja. Man findet, ich muss allgemein sagen, man findet sehr, sehr wenig zu Raft aktuell. Das meiste sind natürlich nur Let's Plays. Aber so Guides oder so, die irgendwas zeigen, das ist doch relativ selten. Man könnte jetzt sagen, ja, weil es idiotensicher ist, Bombardin. Weil es idiotensicher ist. Ja, vielleicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es idiotensicher ist. Das heißt, ich wäre ja ein Idiot. Gut, eigentlich bin ich das auch. Naja, gut. Macht ja alles nichts. Wir bauen ein bisschen aus. Dafür bauen wir halt ein bisschen aus. Das ist ja auch in Ordnung. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich sehe gerade, wir fahren völlig falsch. Wir müssen das Segel nochmal drehen. Wir müssen hier so fahren. So. So geht's voran, Freunde. Gut, ich wollte ohnehin noch mal ein paar Fangnetze basteln. Ah, schade, das ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen, dass wir das jetzt nicht hinbekommen haben. Okay, wir brauchen noch ein paar Leaves. Reicht, wunderbar. So, nochmal ein Fangnetz. Jetzt pass auf, das wollen wir. Hier haben wir schon eins, hier haben wir noch keins. Das wollen wir hier so hinpacken. Ey, 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 ey! Verpiss dich! Mein Futter. So, wir pflanzen mal nur Kartoffeln jetzt. So. Irgendwie kommt der Müll so von einer ganz komischen Richtung. Gerade. Angeflupselt. Kommt so schief rein, ne? Ich glaube, wir müssten unser Raft drehen. Keine Ahnung. Haben wir das falsch gedreht oder so? Weil die Sache ist, der Müll kommt gerade so schief. Und eigentlich sollte der ja, also ich weiß nicht, mich stört es jetzt nicht sonderlich, aber eigentlich sollte der doch von vorne kommen. Was haben wir nur gemacht? Was haben wir nur angestellt? Wir haben alles kaputt gemacht, Leute. Wir haben alles kaputt gemacht. Lass uns mal ein Paddel bauen. Vielleicht können wir das dann damit so ein bisschen drehen. Pass auf, der Müll kommt so. Ah, oh. Hopp. Oh, gedreht wird da gar nichts. Naja gut, es kommt trotzdem noch Müll rein. Das ist doch gut. Ist nur alles ein bisschen anders jetzt. Wir können auch das Ding mal ausmachen. Also wir fahren gerade in diese Richtung hier. Irgendwann kann ich euch noch töten. Hey Willi! Altes Haus, hast du Hunger? Was? Oh, ich hab Durst. Ah, Willi! Komm schon, Willi! Mann! Und zwar immer dann, wenn ich gerade Durst habe oder meine Waffe nicht da habe oder so.
Immer dasselbe mit dir, Willi. Schlimm ist das mit dir. So. Mal kurz. Hier mal kurz. Immer dasselbe mit diesem Willi. Also ich würde es echt gern drehen. Das Floß. Ich bin irgendwie zu blöd dazu. Eigentlich müsste das ja so reinkommen. Ich meine, das Zeug wird trotzdem aufgefangen. Es ist nur irgendwie komisch. Wie kann ich denn mein Raft drehen? Hey Willi. Na, alles klar bei dir? So, wir sollten vielleicht mal hier ein bisschen reparieren. So. Und da hat er auch ein bisschen reingeknabbert, der Schlingel. Dieser Schlingel. Ja, so oder so sollten wir jetzt unser Raft vielleicht nochmal ein bisschen dann demnächst ausbauen und mal ein zweites Stockwerk vielleicht anfangen. Weißt du, so, damit wir eine kleine Überdachung haben. Wäre schon ganz geil, glaube ich. So ein bisschen überdacht alles. So, ich brauche eigentlich nur eins. Ihr gebt mir echt auf den Keks. So, eigentlich wollte ich nur ein Fleischchen. Genau, und dann würden wir hier quasi irgendwie so eine Treppe hinbasteln und dann würde das total supi-dupi aussehen. Oder so. Okay, lass mal die Kerzenflasche auch ins Lager werfen. Boah, die gehen mir echt auf den Keks gerade. Ich bräuchte so eine fette Wumme, damit ich das Vieh abschießen kann. Oh, warte, da ist so eine... Da ist so eine kleine... Da würde ich gern hin. Bisschen rüber. Da hätte ich gerne den Loot. So, jetzt kommen wir direkt drauf zu. Ah, wir fahren fast ein bisschen vorbei. Drehen in die Richtung. Falsche Richtung. Ja. Jetzt. Funktioniert's. Die Kiste würde ich mir ganz gerne mitnehmen. Komm, 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 komm. Hopp. Alles mitgenommen. Wunderbar. Oh, shit. Tit. Huh. Verpiss dich. Okay. Geil. Was haben wir denn bekommen? Was ist das denn? Kletterpflanzen, what? Es sieht aus wie Glibber. Unten Scharnier. Und ansonsten ein Haufen Zeug noch. Geil. Okay, wir müssen noch warten, bis unser Steak fertig ist. Und dann können wir uns schlafen legen. Und in einen neuen Tag starten, sozusagen. Das hier können wir gleich mal erforschen, würde ich sagen. Lass das mal in die Forschungsbank werfen. Was? Kletterpflanzenglibber. Alles klar. Leere Flasche, okay. Scharnier können wir auch reinpacken. Große Anbaufläche und Lager, cool. Und Glas haben wir ja schon erforscht. So, ist das Ding jetzt... Ja, endlich. Gegarter Hai. Lecker.
So, dann trinken wir noch ein Schlückchen. Geben Willi nochmal eine auf den Latz. Ne, Willi? Und dann würde ich sagen, ab ins Bett. Gute Nacht. Und guten Morgen. So, neuer Tag. Wir sollten uns demnächst auch mal wieder so ein Anker bauen. Ach nee, nicht schon wieder. Die gehen mir echt auf den Keks. Sag ich euch ganz ehrlich. Die gehen mir echt ganz extrem auf den Keks. So. Ah, jetzt kommt alles wieder aus der richtigen... Oh, Alter! Achso, war gar nicht. Dachte schon. Dachte schon. Ich wollte mich gerade beschweren, weil dieses Mistvieh schon wieder da war. Aber nee, Gott sei Dank. Es hat uns in Ruhe gelassen. So, wir bauen nochmal. Wir bauen nochmal ein bisschen aus. Muss nochmal gucken. Hier muss noch ein Fangnetz hin. Hier können wir schon mal zumachen. Hier muss auch noch ein Fangnetz hin. Können wir eben mal gucken, wie viel Fangnetze wir rausbekommen. Gar keins. Super. Prima. Das läuft ja bei mir, du. Das läuft ja bei mir. Kommt noch genug Zeug. Ich könnte auch einfach mal wieder ein bisschen fischen. Dann würden wir auch wieder Sachen bekommen. Da ist eine Insel. Ich möchte zu dieser Insel. Pass auf. Wurfanker. Okay. Wir nehmen Kurs auf diese Insel. Diesmal bekomme ich es hin. Hoffe ich. So, wir brauchen das hier nicht. Wir müssen dann nur mal gucken, wie wir auf die Insel raufkommen, ne? Das wird wieder... Das wird nicht so einfach. Das wird nicht so einfach, diese Insel zu betreten. Aber vom Floß aus haben wir vielleicht Glück. So. Das Eimerchen stellen wir mal hier hin. Blub. Ich glaube, wir stehen. So. Nee, wir stehen nicht. Doch, wir stehen. Ey, die gehen mir echt so auf den Piss gerade. Ha! Ich habe sie gekillt! Ich habe sie gekillt! Und ich habe Federn bekommen. Nice. Und Fleisch. Oh, geil. Geil. Gleich mal erforschen. Cool. Hängematte. Geil. Geil. Okay. Jetzt müssen wir schauen, wie wir auf diese lustige Insel hier kommen. Vielleicht am besten mit einer Treppe. Mit einer ganzen Treppe. Tja, da haben wir natürlich nicht genug Platz, ne? Also wir können ja nicht einfach so hier... Hopp, nee, das geht nicht. Es bräuchte... Es ist schade, dass wir mit diesem Haken hier nicht einfach so schwupps, weißt du? Und uns also festhalten können. Das geht leider nicht. Ey, ich habe gerade deinen Bruder gekillt. Du Mistvieh. So, wie komme ich auf diese Insel? Wir könnten natürlich versuchen. Ja, aber ich glaube, mit der einfachen Stair werden wir da nicht hinkommen. Ich meine, wir könnten hier mal... Pass auf. Drehen. Drehen, drehen, drehen. So. Hm.
Machen wir hier. Ich hab Durst. Moment. So, heute gibt's Möwenschenkel. Warum muss ich dich eigentlich ständig anhauen? So, heute gibt's Möwenschenkel, habe ich gesagt. Okay. Vielleicht kommen wir sogar, pass auf. Hahaha. Ich hab da so eine Idee. So. Wenn das denn funktioniert. Wenn ich da eine Leiter dran setzen kann. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Ha! Did it! Ja, Mann! Blümchen nehmen wir mit. Kokosnüsse! Unten! Leck mich doch am Arsch! So. Oh. Warte. Nochmal. Hopp. Ah, oh, Mist. Ich könnte jetzt auch einfach hier nochmal so ein Dach hinsetzen. Ah, natürlich jetzt nicht. Weißt du? Ah, oh, wir haben auf jeden Fall. Oh, Ananas! Geil! 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 Ja, Mann! Ja! Yes! Blaue Blume. Nein, ich kann nichts mehr mitnehmen. Und ich habe Hunger. Muss mal zurück. Hopp. So, kurz mal die ganzen Schmodder hier einlagern. Vor allem die Palmsamen sind, glaube ich, genial. Ich glaube, damit kann man nämlich Bäumchen pflanzen auf unserem schönen Floß. Geil. Oh, ich bin gerade so happy. Ich bin gerade echt happy. Ich bin gerade mega glücklich. Scheiß auf die Möwe. Mango! Das ist doch eine Mango, oder? Mango! Wie geil! Mangosamen! Ja, hat was weggefuttert, ist egal. Komm. Wir wollen mal nicht so sein. Ah, oh, Mist, ich hab kein. Okay, pass auf, wir bauen nochmal einen Behälter. Wir können uns das ja leisten. Leider haben wir kein Scharnier, macht aber nichts. So. Flup. Wir nehmen mal. Ah, ne, es gibt heute. Shit. Ah, passt schon. So, hier drauf. Futter, Futter, Futter. Miam, 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 miam. So, jetzt können wir das zweite Lager hier aufbauen. Schwupps. Dann können wir da ein bisschen die Sachen einlagern. Sehr gut. Und das zum Trinken holen wir uns noch kurz. Ich meine, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben genügend Zeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit, uns diese Insel hier anzuschauen. So, wieder über unser geniales Konstrukt. Schwupps. Auf die Insel gehüpft. Und dann legen wir hier noch den Mangobaum. Schwupps. Dann hüpfen wir hier hoch. Nochmal eine Ananas mitgenommen. Oh, Ananassamen. Yes! Und das bringt so viele Planken gerade. Richtig genial. Schwarze Blume. Oh, göttlich. Genialst. Da ist nochmal eine Ananas. Ja. Haben wir noch Platz? Ja.
Den hier können wir nicht ernten, den Stein, ne? Ich weiß nicht, ob es eine Spitzhacke oder so gibt. Oh, okay, roter Samen. Na gut, eigentlich wollte ich den ja schon, ne? Eigentlich ja schon. Ich würde sagen, pass auf. Ich meine, wenn wir die rote Blume dann anpflanzen, dann bekommen wir ja eh wahrscheinlich roten Samen auch. Das heißt, wir schmeißen die Blumen weg. Gut, dann sind wir hier fertig. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr, mega, super, duper nice. Okay. Na gut, dann... Ich weiß gar nicht. Wir sollten eigentlich jetzt erstmal bauen ein bisschen, ne? Wenn wir jetzt mal ein bisschen Stillstand haben, sollten wir bauen. Ich glaube, das machen wir auch. Aber erst in der nächsten Folge. Das war's nämlich wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.